Hallo Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit einem Gast aus Hamburg. Hallo, yes. Tobi. Hey, Algin. Schön, dass du hier bist. Ja. Tobi hat sich angeboten, heute mich beim Training so ein bisschen zu begleiten. Heute steht bei mir Beine auf dem Plan. Jedenfalls fangen wir an mit der ersten Übung. Kreuzheben mit gestreckten Beinen als Fundament für den Beinbeuger, als erste schwere Übung. Wir machen ein bisschen mehr Beinbeuger heute als Quadrizeps. Genau. Quadrizeps ist bei dir richtig stark, das ist richtig gut. Ich weiß, du trainierst sonst Volumen. Wir trainieren heute ein bisschen knackiger. Ja. Zwei wirklich intensive Sätze. Das kann auch mal was anderes zu machen. Bedeutet, wir fangen mit, also du machst dich ja jetzt erstmal warm. Wir fangen jetzt mit einem richtig schönen knackigen Satz an, wo wir wirklich sehen, dass du maximal 7 Wiederholungen sauber schaffst. Wo die 8. wirklich nicht mehr möglich wäre. Richtig schön knackig schwer. Okay. Und dann gehen wir in einen leichteren oder so einen höheren Wiederholungsbereich. Okay. Mach nicht so viele Wiederholungen, du sollst dich nicht ausbrennen, sondern wirklich, dass du gleich maximal Gewicht bewegen kannst. Ich glaube, du bist deutlich stärker, als du denkst. Das haben wir in den letzten Trainingsanheiten schon gesehen. Guck mal, ob es nur noch so ist. Wie ist deine Kraft momentan in der Diät? Deutlich besser als vorher. Echt, ja? Ja, ja. Wenn ich weniger esse, habe ich immer... Ich merke, dass mein Körper weniger Energie für die Nahrungsverwertung verbraucht und ich viel energiegeladener ins Training gehe. Aber du hast Energie auch nur im Training, oder? Nee, es geht. Ich bin also wirklich ein Topfit. Aber ich habe noch 5000 Kalorien. Okay, das ist ja eine Menge. Das ist ein bisschen viel. Was hast du an Kohlenhydraten noch drin am Intra? 60 Gramm Intra. 60 Gramm Intra, also 30 Gramm Kohlenhydrate. Finde ich top. Ja. Würde ich jetzt genauso bei dir machen? Weißt du, Manu macht das bei Aldi. Ich würde es genauso machen. Bei mir ist ein bisschen mehr. Ja. Ich wiege aber halt auch einfach 40 Kilo mehr, oder? So ist es. 50, ne? Fast. Ich wiege jetzt 100. 100 wiege ich jetzt. 100, ja, dann wiege ich jetzt 40 Kilo mehr. also ich habe ein bisschen mehr. Ist immer so ein bisschen abhängig von wie viel Muskulatur. Generell würde ich sagen, so bis 120 Kilo, 110 Kilo, würde ich mit 60 Gramm Intra arbeiten. Ja, reicht vollkommen aus. Ja. Genug Aminosäure, genug Kohlenhydrate, alles drin. Absolut. Also es soll wirklich so sein, wenn du rausgibst, dass du erst wieder im Training so, Alter. Okay, und damit dann 7. Und damit dann 7. Das ist der Weg. Stefan hat ein sehr, sehr gutes Training zum Thema, ein Video gemacht zum Thema Progression und Stimulation der Muskulatur. Kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ein stärkerer Muskel ist ein dickerer Muskel im Optimalfall. Ich will gleich schon mal zukiffen, damit ich mich nur auf den Beinbeuger konzentrieren kann. Locker. 15 oder 10er? Ich würde sagen 10er. Ich hab's mir gedacht. Ich will ihn noch spüren, weißt du, bei zu viel Gewicht merke ich den irgendwann nicht mehr. Wenn du gleich merkst beim Rausheben, das wären maximal 6, 7 Stück, dann zieh den Satz durch. Wenn du merkst, okay, da kriegst du 10 hin, dann brichst du den Satz ab. Ich glaube, du wolltest eigentlich mit 3 Scheiben machen, ne? Das war so dein Gefühl, ne? Warte kurz. Also, das sind jetzt 25 Kilo pro Seite mehr, als all die machen wollten. Also 50 Kilo mehr bewegt bei 10 Wiederholungen. Das heißt, sie hätten da statt der 10er auch locker mit 15er noch rauflegen können. Einfach, weil das gar nicht gewohnt ist, in einen Satz so all in zu gehen, ne? Sonst spart er sich halt viel Energie für die nächsten 3 Sätze auf. Vor allem so schwer. Ja. Also, normalerweise mache ich 15er Serien damit, ja. 15 bis 20, wirklich für die Aktivierung des Beinbeugers, weil ich, wenn ich jetzt noch einen Satz schwer machen würde, möchte ich nicht mehr spüren. Nee, das ist auch richtig, davon gehen wir jetzt auch weg. Wir haben jetzt 160 Kilo, gehen wir so 30 Kilo runter und dann arbeitest du nochmal im hohen Wiederholungsbereich. Sehr gut. Weil jetzt merkst du ja, du hast jetzt eine ganz,
andere Fasern rekrutiert, einfach weil du dieses Gewicht sonst nicht bewegst. Absolut. Das war richtig schwer, hat man auch gesehen, was du arbeitest, wenn du runtergehst, die Negative zu stabilisieren, ist halt anders, wenn du schwer. Du musst dich konzentrieren und richtig anspannen, damit du nicht nach vorne fällst. Und jetzt gehen wir in höheren Wiederholungsbereichen, bringen wir richtig Blut rein und machen das Ding komplett tot. Der Satz eigentlich vorher. Du hast vorher mit 30 Kilo mehr 10 gemacht und machst mit 30 Kilo weniger nur noch 9. Ja. Eigentlich sollte man ja meinen, bei 30 Kilo weniger geht es deutlich mehr. Aber es ist zum einen natürlich Gewöhnung und Muskulatur ist halt grad, ne? Weil der schwere Satz die Phasen halt gewinnt. Okay, ja. Gleiches Prinzip wieder? Gleiches Prinzip. Erstmal 1-2 Warm-Up-Sets, damit du dich so ein bisschen reintastest, ne? Weil es jetzt noch geht, weil es natürlich auch ein anderer Ablauf ist als sonst. Machen wir so. Genau. Versuche schön ranzukommen und Becken unten zu lassen. Genau. Ja. Sehr schön. Okay. Das Lemon drin. Ja, Lemon ist so geil. Also ist wirklich. Die Intratraining-Belohnung. Vor allem im Beintraining, voll erfrischend, ne? Ich trinke den auch immer, also wirklich, der ist immer weg. Immer, vor dem Ende ist der am liebsten, ich will noch eine Portion reinschütten, aber bin ich auf die Idee. Oh. Die zweite. Na komm. Komm, alleine. Komm. Jetzt fängst du an. Schön kämpfen, komm. Sehr schön. Perfekt. Schöne neue Reps. Ich finde trotzdem, dass man hilft, hat man das Gefühl, man kommt trotzdem nicht weiter. Ja. Da nimmt schon jemand ab, aber du kommst einfach nicht weiter, wenn du gegen eine Wand drückst. Aber auch da ist so der Schlüssel bei dem Helfen ist, dass man trotzdem wirklich, auch wenn es sich anfühlt, als wenn man nur noch 1 Kilogramm bewegt, dass ja. Man auch diesen 1 Kilogramm bewegt. Genau, du machst ja mehr, ich mach's ja nur mit 2 Fingern. Genau, ja. Und du hast dieses Gefühl, dass du gegen eine Wand drückst. Ja. Und du musst natürlich, der Körper will ja gerade irgendwie das bewältigen und rekrutiert Muskelfasern und Ende. Die meisten unterschätzen das einfach. Ja. Dafür ist das da. Mal so eine kleine Forstler. Okay, 15 oder so viel wie es geht wieder? Natürlich so viel wie es geht. Natürlich, was für Zahlen? 7. Ja. 15 bist du noch weit weg. Ein Schwung. Ah. Und hilf. Genau. Ah. Ah. Das wollen wir. Noch 3. Ah. Genau, komm. Ja. Komm hoch. Ich helfe dir, du kontrollierst halt die Nähe. Und schön die Nähe kontrollieren, komm. Und letzte. Komm. Na komm raus da. Komm. Ja. Spaß. Aber selber trainieren macht mehr Spaß, bin ich ganz ehrlich. Das ist ein schönes Gefühl, oder? Wenn man fertig ist.
15 waren echt gut. gleich motiviert, ne? Hochmotiviert. Hochmotiviert. Übung Nummer 3, Kniebeugen. Da hat Aldi mich jetzt überzeugt, wir machen die Kniebeugenmaschine. Ich wäre jetzt tendenziell eher so für eine konventionelle Kniebeuge oder für einen Hackenschmidt, aber das ist ja so ähnlich. Also vollkommen okay. Eine Beugevariante auf jeden Fall. Man denkt jetzt, weil Aldi schon zwei Übungen gemacht hat, sind die Beine schon kaputt. Aber ich finde die Kombination, erst Beuger zu machen, viel angenehmer. Erstmal ist der Beuger jetzt aktiviert. Das Knie steht fest. Und der Quadrizeps ist frisch. Umgekehrt finde ich es viel schlimmer. Wenn du erst beugst und dann heben musst, ist grausam. Ja. Noch ein 20er? Das heißt, du kommst raus. Wenn du da noch mit nachdenken musst, dann war es nicht schwer genug. Normalerweise denke ich auch ein bisschen schneller als gerade. Ja. Wenn mir das Blut überall anders ist außer im Kopf. Konzentriere dich mal, wenn du unten rausdrückst, dass du richtig das Gesäß und den Beuger anspannst und dich richtig rausschiebst. Die Puste dafür. Ja? Wenn ich 10% mehr Sauerstoff hätte, würde ich glaube ich noch zuerst machen können. Normalerweise würden wir jetzt im zweiten Satz wieder mit dem Gewicht runtergehen. Da das jetzt aber nicht ganz am Limit war, machen wir das Gewicht nochmal und bringen Aldin jetzt ans Limit. Das Gute ist, Aldin weiß nicht, was danach kommt. Komm, weiter. Ganz locker noch, ganz locker noch. Einfach weitermachen. Ich fühle mich so viel Duft, ey. Na komm, schieß. Gut gemacht, weiter. Na komm, nicht drüber nachdenken. Nicht denken. Weiter, nichts mehr. Ganz allein. Na komm, mein Kopf ist. Wow. Jetzt noch zwei. Komm. Jetzt noch. Yes! Komfortzone. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Wenn du den Kniebeugen langsam anfangen, die Ellbogen zu zittern, ist alles gut. Mit dem Mann am Boden macht viel Spaß. War gar nicht so schwer. Machst du nur fürs Video, ne? Ich weiß. Ja. Ey, sehr, sehr cool. Hat das so ein bisschen gemerkt? In den letzten ein, zwei Wiederholungen haben wir noch gesehen. Dann fängt man automatisch, macht jeder, an, darüber nachzudenken, ob noch was geht. Man muss da echt mit dem Kopf frei werden und sagen, okay, wenn ich unten sitzen bleibe, bleibe ich unten sitzen. Na, am besten mit Spotter. Dann kommt man immer irgendwie hoch. Aber es sah sehr, sehr gut aus. Man gehört was zu, das zuzulassen. Ihr kriegt mich nicht. Ich glaube doch. Boah. Unangespannt. Obwohl ich weiß gar nicht, ob sie angespannt sind oder nicht. Länger warten lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Ich mache jetzt die Beinpresse. Das ist die letzte Übung, ne?
Das ist das Schöne am Beintraining. Irgendwie freut man sich immer auf dem Beintraining. Beintraining fragt man sich, was man eigentlich macht und warum. Und danach ist man einfach nur froh. Ich dachte, das brennt, der meine Kraft. Weißt ja, du, ja, denkt man, ja. Wo soll es denn? Okay, lass nochmal letztes machen. Letzten Arbeitssatz. Letzte. Dann entlasse ich dich für heute. Dann reicht's. Genau, den Speed behalten wir bei. Physisch sowie kardiovaskulär am Ende. Meine Nerven sind am Ende. Es tut alles weh. Tobi, ich danke dir. Gerne. Puh. Leute, schön, dass ihr das Training verfolgt habt. Ich hoffe, ihr habt das Training auch bald wieder mit dem Berg loslegen könnt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ich gönne mir jetzt gleich meine Mahlzeit. Tobi, danke nochmal. Gerne. Nächstes Mal mache ich auch mit, leide ich mit mir. Bis bald, Leute. Mach's gut. Sehr gut. Ciao.